Sehr geehrter, lieber Herr Präsident Dr. Weidmann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ebenso wie unser Präsident freue ich mich, Sie zum dritten Bargeldsymposium der Deutschen Bundesbank zu begrüßen. Das Programm sieht aus meiner Sicht sehr vielversprechend aus, da das Bargeld aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird. Und so wird der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Professor Dr. Hans-Jürgen Papier, auf aktuelle Bargeldentwicklungen eingehen. Anschließend erläutert uns Professor Volker Wieland, geschäftsführender Direktor für Monetary and Financial Stability an der Goethe-Universität Frankfurt und Mitglied des Sachverständigenrats, die Rolle des Bargelds in der Geldtheorie und der Geldpolitik. Und nachdem uns dann Klaus Müller, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverbands, die Motivation des Verbrauchers bei der Entscheidung zwischen baren und unbaren Zahlungsmitteln nahegebracht haben wird, referiert der Philosoph und Autor Richard David Precht über das Geld aus Sicht der Philosophie. Dr. Levin Holle, Leiter der Finanzmarktabteilung im Bundesministerium der Finanzen, erklärt uns den Bargeldkreislauf mit dem Schwerpunkt auf die Münzen, denn das Münzregal liegt beim Bundesfinanzminister. Und seitens der privaten Bargeldakteure sprechen Dr. Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Vorstandes des Bundesverbandes Deutscher Banken, sowie Josef Sankt Johanser, Präsident des Handelsverbandes Deutschland, über das Kerngeschäft, über Bargeld als Kerngeschäftsfeld des Bankensektors und über die Zusammenarbeit von Handel und Banken. Stefan Hart, Leiter des Zentralbereichs Bargeld der Deutschen Bundesbank, beendet die Fachvorträge mit der Erörterung der Frage, ob Münzgeld ein teures Sortenkind ist. Und, das hatte ich mir hier vorgesehen, Herr Otto, alles wird in bewährter Weise geleitet und moderiert von Philipp Otto, Chefredakteur der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. Herzlichen Dank auch für die Moderation, die schon begonnen hat. Ich bin zuversichtlich, dass sowohl die Referenten als auch die anwesenden Zuhörer bei diesem breit gefächerten Programm am Ende des Tages neue Impulse und Denkanstöße mitnehmen können. Und bei den Organisatoren bedanke ich mich an dieser Stelle schon ganz herzlich für die ausgezeichnete Vorbereitung des Symposiums. Zum Bargeldumlauf im In- und Ausland. Lassen Sie mich nun zur Bedeutung des Bargeldes kommen und mit ein paar Zahlen beginnen. Im Eurosystem waren kurz nach der Euro-Bargeldeinführung Banknoten im Wert von 220 Milliarden Euro im Umlauf. Und bis Ende 2014 stieg dieser Wert auf 1 Billion Euro und Ende 2015 betrug er 1.100 Milliarden Euro. Er hat sich also seit Beginn des Bargeldes in der Eurozone verfünffacht. Auch international steigt der Umlauf des Bargeldes, sodass das keine Sonderentwicklung des Euro ist. Der Banknotenumlauf des Pfund Sterling oder des US-Dollars ist in den letzten 10 Jahren nur unwesentlich langsamer gewachsen als der Euro-Banknotenumlauf, denn sowohl der Euro, der Pfund Sterling als auch der US-Dollar-Banknotenumlauf haben sich zwischen den Jahren 2004 und 2015 etwa verdoppelt. Stieg der Euro-Banknotenumlauf in diesem Zeitraum um rund 116%, so wuchsen Dollar- und Pfundbankenumlauf jeweils um rund 90%. Und das ist sicher auch damit zu erklären, dass der Euro im Jahr 2004 noch nicht lange im Umlauf war und von einem niedrigeren Niveau aus startete. Lediglich Schweden als kleineres Land und ohne nennenswertes Bargeld im Ausland fällt hier aus dem Rahmen. Dort ist der Bargeldumlauf in den letzten Jahren gesunken. Und von dem Euro-Banknotenumlauf wurde über die Hälfte, das heißt circa 550 Milliarden Euro, durch die Deutsche Bundesbank ausgegeben. Und seit Jahren liegen die Wachstumsraten des deutschen Euro-Banknotenumlaufs stabil bei annähernd 10% pro Jahr. Und dieses Geld befindet sich aber nicht komplett bei den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland im Portemonnaie. Vielmehr sind ca. 70% ins Ausland geflossen, sei es durch Reiseausgaben, internationalen Sortenhandel oder Bargeldmitnahmen ausländischer Arbeitnehmer. Ein Motiv für die Nachfrage nach Euro-Banknoten aus dem Euro-Ausland ist, dass Anleger aus Nicht-Euro-Ländern die Möglichkeit schätzen, Vermögen in einer wertstabilen Währung gegen eine Entwertung durch Inflation schützen zu können. Etwa 20% des deutschen Banknotenumlaufs werden im Inland gehortet, also zu Hause,
oder etwa in Bankschließfächern gespart. Und nur 10% werden für Einkäufe im Inland verwendet. Und die Bedeutung des Bargelds beruht also nicht nur auf der Zahlungsfunktion, die in der öffentlichen Diskussion die Meinung prägt, sondern es ist eben auch die Wertaufbewahrungsfunktion, die dahinter steht. Und doch auch wenn die inländische Zahlungsmittelfunktion nur 10% des Banknotenumlaufs betrifft, so kommt es im Inland genau auf diese Geldscheine an. Denn sie speisen den gesamten Bargeldkreislauf, bestehend aus der Bundesbank, den Kreditinstituten, dem Handel und dem Werttransporteuren als professionelle Bargeldakteure. Und sollte irgendwann kaum noch bar bezahlt werden, hätte dieses große Auswirkungen auf alle Beteiligten. Daher interessiert sich die Deutsche Bundesbank sehr dafür, wie sich das Zahlungsverhalten in Deutschland über die Jahre hinweg verändert. Viele Menschen nutzen heute ganz selbstverständlich Karten zum Bezahlen, mittlerweile auch für recht kleine Beträge. Und gerade junge Leute sind sehr aufgeschlossen für neue, innovative Bezahlverfahren auf NFC-Basis mit Karte oder Smartphone. Ist der Stern des Bargeldes also am Sinken? Ich kann alle Bargeldfreunde beruhigen. Auch unsere dritte Zahlungsverhaltensstudie, die 2015 vorgestellt wurde, zufolge ist Bargeld nach wie vor das meistgenutzte Zahlungsmittel in Deutschland am Point of Sale. Für fast 80% der Bezahlvorgänge greifen die Menschen zu Banknoten und Münzen. Und mehr als die Hälfte aller Umsätze am sogenannten Point of Sale werden damit bezahlt. Und im Durchschnitt führen Privatpersonen im Jahr 2014 immerhin 103 Euro bar mit sich, genauso viel wie 3 Jahre zuvor. Diese recht hohe Summe ermöglicht eben auch viele Barzahlungen. Und bei den bargeldlosen Zahlungsinstrumenten greifen Verbraucherinnen und Verbraucher bevorzugt zur Girocard, der früheren EC-Karte. Annähernd 30% der in der Studie erfassten Umsätze werden inzwischen damit bezahlt. Und nach eigenen Angaben ist die Hälfte der Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Wahl der Zahlungsinstrumente festgelegt. 1/3 der Befragten zahlt ausschließlich bar, 17% zahlen, wenn möglich, unbar. Wobei es ganz erstaunlich ist, die Motivation für die bar- und unbarer Zahler ist identisch. Jeder will einfach, sicher und schnell zahlen. Und für den einen wird das durch das Bargeld erfüllt und für den anderen wird das im bargeldlosen Bereich erfüllt. Und mit dieser Bargeldaffinität steht Deutschland aber nicht allein da. Laut einer internationalen Vergleichsstudie zwischen Australien, Deutschland, Frankreich, Kanada, den Niederlanden, Österreich und den Vereinigten Staaten zahlen Kunden an der Ladenkasse in allen Ländern, häufig mit Bargeld. Bezogen auf die Anzahl der Transaktionen hat Bargeld überall einen Anteil von über 50%, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten. In Österreich wird sogar noch etwas mehr Bargeld verwendet als in Deutschland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, der Bargeldkreislauf steigt kontinuierlich. Banknoten und Münzen werden immer noch sehr häufig zum Bezahlen verwendet. Und Bargeld hat als Zahlungsmittel noch lange nicht ausgedient, obwohl über die Jahre hinweg der Barzahlungsanteil langsam gesunken ist. Doch warum ist das so? Nur Bargeld hat viele Eigenschaften, die von der Bevölkerung sehr geschätzt werden. Es wird von den Nutzern als einfach, sicher und schnell wahrgenommen und zudem als Instrument der Ausgabenkontrolle und Haushaltsplanung verwendet. Circa 3 von 4 Befragten unserer Zahlungsverhaltensstudie antworteten, dass ihnen die Verwendung von Bargeld hilft, die Ausgaben im Blick zu halten. Und weiterhin gewährleistet Bargeld Anonymität bei der Durchführung von Transaktionen und ermöglicht es dem Verwender, sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung auszuüben. Bargeld ist zudem, und das darf nicht unterschätzt werden, Notenbankgeld. Es ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel, und Güter und Dienstleistungen können damit direkt Zug um Zug bezahlt werden. Das heißt, weder der Verkäufer noch der Käufer einer Ware muss in Vorleistung treten. Bargeld kann weitgehend ohne technische Infrastruktur zum Bezahlen verwendet werden und stellt die Funktionsfähigkeit des Zahlungsverkehrs in Not- und Krisenzeiten sicher. Zum War on Cash. Trotz dieser unbestreitbaren Vorzüge gibt es immer mehr Bestrebungen, das Bargeld zurückzudrängen. Sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass in der Presse und der Öffentlichkeit viel über das Bargeld und den Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit oder Terrorismusfinanzierung diskutiert wird.
Herr Weidmann hat in diesem Zusammenhang bereits über die Abschaffung der 500-Euro-Banknote und über Barzahlungsobergrenzen von 5.000 Euro, die vom Finanzministerium vorgeschlagen wurde, gesprochen. Und es stellt sich deshalb die Frage, wie hat eine Bargeldobergrenze in anderen Ländern Kriminalität überhaupt eingeschränkt? Und mir ist nicht bekannt, dass in Ländern mit einer Bargeldobergrenze, etwa in Italien oder Frankreich, die Kriminalität entsprechend geringer wäre als in Ländern mit Obergrenze. Und auch das zur Erinnerung, in den USA gibt es keine Bargeldobergrenze. Daneben gab es auch einzelne Stimmen, die komplette Abschaffung des Bargeldes gefordert haben. Begründet wurden diese Forderungen unter anderem damit, dass es in der gegenwärtigen geldpolitischen Lage nur in einer Welt ohne Bargeld möglich sei, die Zinsen noch deutlich weiter unter Null zu senken. Aber auch hier hat Herr Weidmann ja gerade dargelegt, dass die derzeitige wirtschaftliche Lage im Euroraum eine weitere Absenkung nicht rechtfertigt. Des Weiteren sehen sich auch die Kleinmünzen der Forderung nach ihrer Abschaffung ausgesetzt. Und dies könnte einerseits dadurch geschehen, dass man die Stückelungsstruktur anpasst oder Kleinmünzen durch die Einführung einer Rundungsregelung im Handel überflüssig macht. Und angeblich wäre deren Produktion zu teuer und ohnehin bräuchte niemand die kupferfarbene Münze, denn sie sind ja nicht aus Kupfer, es ist nur verkupferter Stahl. Und das zuständige Bundesfinanzministerium hat jedoch kürzlich mitgeteilt, dass die Herstellungskosten für eine 1-Cent-Münze zwar etwas über dem Nennwert bei der 2-Cent-Münze jedoch deutlich darunter liegen, sodass der Finanzminister sogar bei der Ausgabe von 1- und 2-Cent-Münzen einen Münzgewinn macht. Und was die Einstellung der Bevölkerung zu Kleinmünzen betrifft, so ist das Stimmungsbild in Deutschland hinsichtlich einer Rundungsregel, wie sie in einigen anderen Ländern bereits gibt, ohnehin uneinheitlich. Im Jahr 2011 votierten in einer allgemeinen Bevölkerungsfrage 44% eher dafür, während 48% tendenziell gegen die Einführung einer Rundungsregel waren. Und noch im Jahr 2015 haben gemäß einer Umfrage der EU-Kommission weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung eine Rundungsregelung befürwortet. Und von daher scheint es nur folgerichtig, dass es seitens des BMF derzeit keine Überlegungen zur Abschaffung der Kleinmünzen oder zur Einführung einer nationalen Rundungsregelung gibt. Meine sehr verehrten Herren und Damen, der sogenannte War on Cash hat in letzter Zeit Fahrt aufgenommen. Doch trotz der vorgebrachten Forderungen bekennt sich die Deutsche Bundesbank klar zum Bargeld. Banknoten und Münzen sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Zahlungsmittelmixes und werden es auch bleiben. Und jeder sollte bezahlen können, wie er will, ob bar oder unbar. Und die Deutsche Bundesbank beeinflusst die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Zahlungsmittelwahl nicht. Und ein wichtiger Punkt sollte bei dieser Diskussion um das Bargeld nicht vergessen werden. Es geht nicht um das Geld der Banken, der Sparkassen oder der Volks- und Raiffeisenbanken. Es geht um das Geld der Bürger. Und durch die Diskussion kann es zu einer Verunsicherung in der Bevölkerung kommen, die meines Erachtens nicht gewünscht sein kann. Denn jede Währung lebt vom Vertrauen. Und Sie wissen alle, wie schwer es ist, Vertrauen zu erreichen. Sie wissen aber auch, dass es relativ schnell geht, erworbenes Vertrauen wieder zu verlieren. Und es wäre daher fatal, wenn die Entscheidung des EZB-Rates, keine neuen 500-Euro-Banknoten mehr zu produzieren oder die Diskussion über Bargeldobergrenzen den Eindruck in der Bevölkerung erwecken würde, ihr würde nach und nach das Bargeld entzogen. Das Vertrauen der Bürger darf an dieser Stelle nicht leiden. Man muss sich hierbei auch vor Augen halten, die Freiheit stirbt häufig scheibchenweise. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Deutsche Bundesbank engagiert sich auch weiter für das Bargeld und bleibt aktiv in den Bargeldkreislauf eingebunden. Pro Jahr bearbeiten wir 15 Milliarden Stück Banknoten. Und wenn Sie davon ausgehen, dass jede Banknote in etwa ein Gewicht von einem Gramm hat, dann sind das 15.000 Tonnen, eine Vorstellung, die der Bürger überhaupt nicht erfassen kann, weil er mit ein paar Geldscheinen im Gewicht von einigen Gramm in seinem Portemonnaie und beim Zahlungsvorgang zu tun hat. Wir sind der Großhändler in dem Bereich. Wir bringen die Banknoten im Umlauf. Wir ziehen sie auch heraus durch die Mitarbeiter der Bundesbank, die hier einen hervorragenden Job machen. Und neben dem Bau der neuen Filiale in Dortmund ist an der Stelle auch der Austausch unseres Maschinenparks zu nennen.
Ab dem Jahr 2022 werden wir flächendeckend mit neuen Banknotenbearbeitungsmaschinen, den sogenannten M7, arbeiten. Und die neuen Systeme erlauben der Bundesbank eine leistungsfähige Banknotenbearbeitung mit einer höheren Sortiergenauigkeit. Und damit werden die Weichen für eine zukunftsorientierte, effiziente Bargeldbearbeitung gestellt. Auch an den eigentlichen Produkten, den Banknoten und Münzen, wird gearbeitet, um sie weiter zu verbessern. So wurden die neuen 5- und 10-Euro-Banknoten beschichtet, um deren Lebensdauer zu erhöhen. Und die bisher gesammelten Erfahrungen lassen den Schluss zu, dass sich die Lebensdauer dieser Stückelung durch die Beschichtung tatsächlich auch deutlich erhöht hat. Und dadurch verringern sich die Kosten für das Eurosystem und die Auswirkungen auf die Umwelt erheblich. Und auch im Münzbereich ist mit der 5-Euro-Sammlermünze Planet Erde eine Weltneuheit gelungen. Und durch den eingefügten Polymerring soll sie besonders fälschungssicher sein und mit dem innovativen Design auch neue, junge Zielgruppen erreichen. Und es fand ja auch eine breite mediale Öffentlichkeit zu dieser Münze statt. Und die hohe Nachfrage hat bewiesen, dass die neuartige Münze bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr beliebt ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen also, dass die Bedeutung des Bargelds in Deutschland, aber auch in anderen Ländern nach wie vor groß ist. Es ist ein unverzichtbares Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel und die Deutsche Bundesbank wird sich aktiv im Bargeldkreislauf weiter engagieren und auch weiterhin dafür sorgen, dass Bargeld in hoher Qualität zur Verfügung steht und Vertrauen in unserer Währung bestehen bleibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das zu Ihnen hochkämpfen, Herr Thiele. Da wir nachher noch sehr ausführlich eine Podiumsdiskussion haben, nur eine schnelle Frage an dieser Stelle. Vor 2 Jahren war es großes Thema auf dem Forum der Rückzug der Bundesbank aus der Bargeldversorgung, hieß es in Anführungszeichen. Das war es natürlich nicht, man hat Dinge neu sortiert, man hat andere in die Pflicht genommen. Wie fällt heute eine Bilanz aus? Wie würden Sie heute den Bargeldkreislauf einschätzen? Wie hat sich das neu sortiert? Gibt es immer noch Schreierei? Also ich höre zumindest in der Öffentlichkeit weniger. Es ist weniger, denn es gab ja auch in unserem ersten Bargeldsymposium mal eine Diskussion über die Kosten des Bargeldes, auch für die Kreditwirtschaft. Und damals hatte ich ausgeführt, dass es keinem Institut oder kein Institut verpflichtet wäre, mit Bargeld zu arbeiten oder Bargeld auszugeben. Aber wenn man sich den Kostenaufwand des Bargeldhandlings in der Kreditwirtschaft anschaut und das alleine gegen den Werbeetat oder Ähnliches stellt, dann ist es vermutlich eine untergeordnete Rolle. Und ich gehe davon aus, dass Sie... Würde der Kämmer anders sehen? Nein, glaube ich nicht. Und, den Vergleich, nicht die Zahlen. Ja, aber in der Vergleich passt schon. Und ich glaube, kein Kreditinstitut kann es gegenüber seinen Kunden verantworten, sich aus dem Bargeld herauszuziehen, denn es sind alles Kundendienstleistungen. Und jeder Kunde hat eben hier Wahlrechte in Deutschland zwischen Kreditinstituten. Und ich glaube, wenn ein Kreditinstitut sagen würde, bei uns gibt es auch am Geldautomaten oder so kein Bargeld, dann würden die Kunden mit den Füßen abstimmen oder mit ihrem Füller oder Kugelschreiber oder übers Internet. Und die Marktchancen dieses Kreditinstitutes würden deutlich sinken. Und auch die Internetbanken ermöglichen heute Zugang zu Bargeld, sodass also diese Grundannahme sich weiter bestätigt sieht. Jetzt fällt mir natürlich doch noch schnell eine Frage ein. Herr Weidmann hat es angesprochen, Abschaffung 500er wird mehr andere Scheine ins Spiel bringen. Damit steigt der Aufwand, die Kosten. Haben Sie schon mal durchgerechnet, was das kosten wird? Also es gab ja Überlegungen. Es gab auch in der EZB-Entscheidung direkt die Aufforderung an Banco, an die Banken des Eurosystems, zusätzliche Banknotenstückelungen in 100ern und 200ern in Auftrag zu geben. Und das wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Wir erleben jetzt auch schon, wie 500er verstärkt zurückgegeben werden. Meine Schwiegermutter hat gerade aktuell Freitag ihr Depot umgebaut. Das ist wirklich so. Also und vorhin haben Sie noch gesagt, Sie hätten noch nie einen 500er in der Hand gehabt. Ich sage ja meine Schwiegermutter. Sie sollten sich mal mit ihr unterhalten und vielleicht gibt ich ihr eine praktische Erfahrung. Ich war leider nicht dabei. Aber die hat genau jetzt auf 200er und 100er umgebaut. Ja, es findet in einigen Bereichen statt. Und wenn man dann sagt, oder die EZB auch sagt, der 500er bleibt als Zahlungsmittel erhalten, es wird keine Endgrenze gesetzt, dann ist der Beschluss so gefasst. Aber das Verhalten der Bürger zeigt, dass ein
unbändiges Vertrauen in diese Aussage nicht besteht, denn ansonsten würde derzeit nicht 500 schon in dieser Größenordnung umgetauscht. Bis nachher. Vielen Dank. Danke sehr.